Ja, Freunde, heute sind wir wieder auf meinem Hauptspielstand unterwegs. Ich bin hier zurzeit ein bisschen am Umbauen und habe ich mir gedacht, ich erkläre nochmal, wie ich das hier aufgebaut habe und vor allen Dingen, wie dieses ganze System funktioniert. Also sprich von der Produktionsanlage bis zum Endhafen in Cap Trelawney. Wie wird das alles verschifft? Weil wenn man bei mir so zuguckt, es ist zwar reger Betrieb, aber es ist nie irgendwo großartig Stau. Woran liegt das? Ich habe ja mein Routensystem schon erklärt, aber es gibt noch viele Sachen, die einfach sehr komplex sind und da muss ich mir erstmal überlegen, wie erklärst du das? Weil es ist halt nicht einfach. Es ändert sich ja auch viel im Spiel. Man hat dann auch, ich habe jetzt zum Beispiel Maiskönig endlich mit eingeordnet. Hier stand vorher eigentlich viel Kautschuk, das wurde alles abgerissen und verlagert. Steht jetzt hier. Aber ich beachte ja ganz, ganz viele Sachen. Nicht nur welche Items ich nutze, sondern wie viel Hafenkapazität habe ich. Von mir aus Und die Freddy Wild, Versorgung muss ja alles ich habe einen gewährleistet anderen werden. Spitznamen, Und habt ihr das gehen wir jetzt gewünscht, nochmal um Schritt mich für Schritt Meister durch. zu nennen. Ich hoffe, dass es dann Wie jeder sowas versteht, der es noch nicht kann. Wer geht, es kann, braucht nicht Dankeschön. zugucken, weil dem erzähle ich eigentlich nichts Neues. Manchmal ist, was Glaube man ich hat, nicht jedenfalls. einfach zu tun. Gut, Was diese wenn man ja Leistung so eine ist, kann Kolonie ich nicht erstmal begreifen. gegründet hat, ist ja erstmal klar, man baut erstmal das an, was man braucht. Und Stillstand, dann ist Gestank. das erstmal alles tutti frutti. Später hat man ja aber das Problem, dass man das halbwegs gut aufteilen möchte. PvP-mäßig ist es, muss ich immer noch sagen, besser, die Grundversorgung auf auf jeder Insel einzeln zu haben und nicht auf einer einzelnen. Weil ich habe das ja jetzt mittlerweile so gehandhabt, dass hier jetzt die Bananen produziert werden. Und dementsprechend alles, was mit Bananen zu tun hat, und dazu gehört ja jetzt auch der Maiskönig, weil Mais ist jetzt nicht mehr da, der stand vorher hier, der ist weg, also zieht er hier um auf diese Insel, wo es eben halt schon Bananen gibt, damit ich da nicht mehr großartig hin und her muss. Das ist immer ganz wichtig bei Produktion, möglichst versuchen, die Rohstoffe an die angegliederte Verarbeitungskette schon mit anzugliedern. Das heißt, Bananen zu Bananenverarbeitung. Und nicht irgendwo noch anschleppen. Es sei, es geht wirklich nicht anders. Zum Beispiel, das gehört dazu, Küste. Ich brauche nämlich auch Fischöl. Das brauchen nicht nur meine Tortillas, sondern auch die Küchen, die exakt beide genau dasselbe verbrauchen. Dazu braucht man dann auch noch eine Rohstoffroute. Machen wir gleich. Gucken uns erstmal alles von oben an. Ich habe hier vier Inseln. Die habe ich nicht gewählt, weil das die besten waren, sondern weil sie auch nah beieinander liegen. So dass ich hier als erstes sowas wie einen Handel habe. Ich nenne das immer Südseehandel. Wie das Kind letztendlich heißt, ist vollkommen egal. Das kann ein Affe mit fliegenden dummen Ohren sein, das ist mir egal. Wichtig ist es, dass man weiß, dass man eine Versorgungsroute erstmal hat, die alle Inseln versorgt. Dann ist es wichtig. Die vergessen ganz, ganz viele. Das ist die Rohstoffverteilerroute bei mir. Da werden die Rohstoffe, die produziert werden, die aber nicht hauptsächlich produziert werden, also im eigentlichen Sinn, das heißt die Nebenprodukte, wie zum Beispiel, hier sind es Trauben, Paprika, Kartoffeln, das ist erstmal nicht so wichtig, die werden bei mir jetzt auch abgeholt demnächst, um das auch noch zu nutzen, mache ich nämlich auch noch nicht. Aber extra Tabak wird produziert und der wird ja nicht nur da produziert, sondern auch hier. Und bei knapp 40 Farmen, was hier steht, kommt da schon eine ganze Menge bei rum. Und das nicht zu nutzen, ist eigentlich schlecht. Dazu braucht man jetzt nicht super viele Schiffe. Ich habe zum Beispiel hier drei eingeteilt und da wird eben halt alles abgeholt. Überall wird alles dahin gebracht, wo es gebraucht wird. Selbst die produzierte Baumwolle. Und deswegen ist es immer so wichtig, darauf zu achten, dass man vielleicht noch irgendwo die Naturschützerin mit reinbekommt, damit man nochmal extra Baumwolle hat. Weil alles das kann man hier dann noch verarbeiten. Hier am Endprodukt sind hier meine Hutmacher und die produzieren ja nebenbei, wer dann natürlich das Item hat, auch noch Pelzmäntel, die auch noch genutzt werden. Weil Pelze ist auch so eine Ressource, das kostet einfach ungemein Platz immer, das aufzubauen, die ganzen Pelzfarmen. Und wenn ich hier schon ein paar Pelzmäntel umsonst kriege, können die doch auch mit in die alte Welt, sprich Cap Trelawney, um dort verbraucht zu werden. Gut, hat man erstmal die Sachen eingeteilt, dass die Rohstoffe gut verteilt werden, dann kann man eben die Produktion so weit hochfahren, bis man dann halt ein Gleichgewicht hat. Man möchte ja immer ein bisschen Überproduktion haben, so dass man nie in Nöten kommt. Nur dank deiner
Dann ist es ganz wichtig, dass das mit dem Abholen gut funktioniert. Wenn man das relativ klein hat, kann man. Früher hatte ich ja hier Tabak und Kautschuk, das wurde zusammen abgeholt. Das ist gerade am Umbauen, weil ich habe hier jetzt eine komplette Kautschukroute. Nur eine Sache abzuholen, die auch da ist, ist eigentlich nicht schlecht. Viele machen das aber dann so, wenn zwei Ressourcen da sind. Zum Beispiel habe ich hier meine Kaffee- und meine Schokoladenfabriken, die stehen alle hier. Die werden aber alle in eine Route gepackt, um eben halt Routen zu sparen. Das ist ganz wichtig, dass man so möglichst wenig Routen hat, weil man verliert sonst wirklich die Übersicht. Und ich versuche das hier wirklich so klein wie möglich zu halten. Und deswegen lieber viele Sachen in eins reinpacken, hat man mehr von, als wirklich für jede Ressource ein einzelnes Schiff zu haben. Weil dann hat man hier 1000 Routen und kein Mensch sieht mehr durch. Macht für mich meiner Meinung nach wenig Sinn. Ja. Wenn man das eigentlich erstmal halbwegs berücksichtigt hat, kann eigentlich nicht viel passieren. Ansonsten so Kleinkleckerkram, nenne ich das gerne, ist sowas wie Gold. Bei Gold sollte man dann immer gucken, dass man nochmal irgendwie guckt, wo haben wir Gold, wo müsste es hintransportiert werden. Irgendwo habe ich hier noch, ach so, das ist oben. Da lasse ich nämlich zurzeit noch diese Charterrouten fahren. Die holen dieses Gold einfach mal ab. Da muss man nicht großartig für machen. Ansonsten würde ich dafür vielleicht ein Schiff oder ich muss mal gucken, wenn ich bei Gelegenheit noch irgendwo einen Platz frei habe in der Route, dass das dann auf eine Insel transportiert wird und dort abgeholt wird. Jetzt versteht auch jeder das Prinzip dahinter, warum das jetzt hier diese Rohstoffe dort abgeholt werden, dorthin. Sonst könnte ich ja, man könnte ja auch sagen, hey prima, hier habe ich ja Tabak, könnte ich doch hier irgendwo noch eine Holzfarm aufbauen und mir hier meine eigenen Zigarren herstellen und könnte dann die Zigarren darüber schleppen. Das würde auch funktionieren, ist aber viel zu umständlich. Muss man nicht machen. Lieber alles Monokulturen und die Produktionsketten dann dort zu behalten. Dann weiß man, auf dieser Insel ist Tabak, da wird das produziert und das. Und schon läuft das eigentlich. Manchmal geht es nicht anders oder man nutzt es eben halt doppelt. Hier wird zum Beispiel nur Rum produziert. Wenn ich jetzt noch Platz habe und mir nochmal eine Route zulege bei Gelegenheit, wird zum Beispiel der überflüssige Zucker, den ich hier habe, ich finde ihn bloß gerade nicht. Mein Zucker, mein Zucker, mein Zucker. Irgendwo. Wenn man mal Zucker sucht. Na, ihr wisst, was ich meine. Der Zucker soll dann hier auch noch rüber transportiert werden, um eben halt hier noch den Zucker zu nutzen. Mit dem Kaffee muss ich auch noch arbeiten. Da überlege ich auch noch, wie ich das ordentlich einpacken, also einplanen kann und alles. Weil ich habe jetzt hier noch ein bisschen Platz, weil Kaffee ist so das, was man am meisten braucht. Ganz wichtig ist dazu hier diesen Marco zu haben, der dann nochmal zusätzlich Kaffeebohnen produziert, um noch mehr Kaffee zu haben. Ich produziere auch extra Schokolade. Schön alles auf dieser Insel. Immer so die Items eben halt auch wählen, dass das alles dann genau so funktioniert. Gut, wenn man das alles eingeteilt hat, muss man die Schiffe auch dementsprechend ordentlich einteilen, wenn man die Items dafür hat. Wichtig ist dabei zu gucken, das habe ich bei meinem Routensystem auch schon erklärt, Verteilerrouten bzw. die Handelsrouten Menschen lassen sie immer hochleben. auf die Anlegegeschwindigkeit gehen. Nicht auf die Geschwindigkeit. Also der soll schnell am Hafen dran sein und wieder weg. Die Ladegeschwindigkeit ist da absolut wichtig. Bei den Transportern wie Rum, der fährt nur von A nach B. Der braucht keine Ladegeschwindigkeit. Da geht es um Frachtverlangsamung und vor allen Dingen um Geschwindigkeit, dass der schnell von A nach B kommt. Diese zwei Unterteilungen sind einfach wichtig. Ist es ein wirkliches Frachtschiff, was die Sachen von A nach B transportiert, oder ist es ein Handelsschiff, was einfach die Sachen einsammelt und von mehreren Häfen fährt? Also, wenn man eigentlich mehr als zwei Häfen anläuft, sollte man eigentlich immer auf Ladegeschwindigkeit gehen. Kommt natürlich auch darauf an, ob der aus der neuen Welt kommt. Ja. Wie gesagt, immer darauf achten, was ihr auch für Kapazitäten an Anlegestellen habt. Habt ihr genug Anlegestellen,
Könnt ihr es auch so machen? Ist jetzt momentan nicht unbedingt notwendig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier bloß eine Anlegestelle gehabt hätte, weil, keine Ahnung, der Hafen eben halt zu knapp ist und ich hier keine Kapazität habe, dann, mal gucken, was ich hier noch schön kriege. Ach, den Feuerdrachen, den können wir ganz gut gebrauchen. Nehmen wir erstmal mit. Kann man auch eine Route einstellen, dass der das auf die Insel bringt mit der meisten Ladekapazität? Hier ist zum Beispiel akzeptabel, aber hier habe ich deutlich mehr Luft, sodass quasi das auf eine andere Insel rüber transportiert ist und dort weiterverarbeitet wird. Momentan haben wir gerade ein bisschen miese. Warum das? Ah, die gebackenen Bananen kommen hier nicht an. Warum nicht? Ach so, weil der neue dazugekommen ist. Ja, das macht Sinn. Da arbeiten wir gerade dran. Das ist gerade die Umstellung, weil hier gerade das Lager voll läuft. Deswegen kriegt der hinten nichts mehr ab. Ist erstmal nicht so schlimm, weil irgendwann hat man eine Überproduktion drin. Man müsste zu viele Routen einplanen, um das eben halt ordentlich zu machen. Hier ist erstmal mein Kautschukfrachter. Wenn man die mal kurz antippt, fahren die auch gleich wieder los. Ja, aber ich habe ja nie eigentlich ein Problem mit den ganzen Sachen. So. Jetzt wird's interessant. Bei den Ölrouten, das ist am allerwichtigsten. Da trifft das auf jeden Fall schon mal zu, was ich eben gerade gesagt habe. Wenn es nicht unbedingt vonnöten ist, dort ranzufahren, weil da eben nicht genug Öl ist, müssen da ja nicht 20 Schiffe ranfahren. Wenn ihr also eine kleine Insel habt, wo, keine Ahnung, oder nur ein so ein Ölfeld ist, hier ist überall akzeptabel. Aber wo haben wir denn zum Beispiel eine Insel mit ganz wenig Öl? Hier sind auch 9, hier ist ein bisschen Öl. Es ist überall akzeptabel. Aber wenn ihr jetzt bloß so ein 3- oder 4er-Feld habt, dann könnt ihr es ja so machen, dass die Schiffe quasi nur von dieser einen Insel zu der anderen rüberfährt, dass der das einfach bloß rüberschiffert und nicht quasi das in eine Route legt. Das ist dann so umlagern. Das sehen wir gleich nochmal. Habe ich auch in meinem Routensystem schon erklärt. Aber das ist eben halt immens wichtig. Sonst habt ihr da einen übelsten Stau drin. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Gut, ich habe nämlich zum Beispiel zwei Hauptölrouten. Einmal die Hauptölroute, die ist für Kap Trelawney und eine, die fährt rüber in die alte Welt. Beide sind gut aufgeteilt, haben genug Öl, funktioniert und es ist sogar teilweise so gut, dass wenn ich jetzt in Kap Trelawney ankomme, ich da eine Umlagerung habe, die das auf eine andere Insel verteilt. So, dass quasi die, die das hier komplett verteilen, das Öl, die fahren hier nämlich überall zwischendrin spazieren und bringen überall das Öl unter, wo ich was brauche. Und da wäre es blöd, wenn die 8 Schiffe jetzt unbedingt nochmal hier bei der Handelsstadt anlegen, weil dann einfach zu viele Schiffe an einen Ölhafen daran müssen und man hat eben nur einen und der ist eben halt knapp. Der Vorteil ist klar auf der Hand, ich lagere das um und von dort aus quasi fahren nur diese 3 Schiffe hin und her, um die Kapazitäten zu entlasten. Und dann kann ich hier auf der Verteilerroute so viele Schiffe raufhauen, wie ich möchte. Die fahren dann eben halt hier ran, um eben halt das zu splitten. Ich hoffe, das hat jeder nochmal verstanden. Ist nur nochmal für die, die das andere Video nicht gesehen haben. Hier wird nachher später noch andere Inseln ölmäßig angeschlossen. Dann habe ich noch eine Überschussroute. Hier wird quasi das Öl hingebracht, was überflüssig ist, damit das dann nochmal irgendwo anders hin transportiert wird. Öl ist wertvoll, genauso wie andere Rohstoffe. Das ist nämlich auch nochmal ganz wichtig. Wenn ihr nämlich im Late Game solche Sachen nutzt, wie diesen, ja, Magnetluftballon, wie er heißt, ja, dieser Ballon, der im Zyklus jedes Mal Eisenerz, habe ich auch schon mal erklärt, aber um das ganze Konzept nochmal darzustellen, der produziert Eisen. Es ist aber keine Eisenerzmine, sondern Kohle. Wenn mein Kohlelager voll ist, produziert er auch kein Eisenerz. So würde ich irgendwann in ein Missverhältnis kommen. Deswegen, bei Rohstoffen, wenn ihr hier zum Beispiel diesen kleinen Händler habt, dass ihr wenigstens die Rohstoffe dort verkauft, das aber auch wieder auf einer anderen Insel lagert. Nicht auf der Insel, die als Handelsstadt gilt, beziehungsweise der Transportpunkt ist, der von der neuen Welt kommt. Das ist immer ein Zwischenlagerungsstelle. Niemals die Hauptinsel als Lagerstelle nehmen. Das ist einfach nicht clever. Immer alles aufteilen. Von der neuen Welt die Sachen hier auf die Handelsinsel. Wenn das von der Arktis bei mir auch mehr werden würde, würde der da auch nicht mehr anfahren.
Ich habe nämlich sonst hier auch noch ein paar Routen von der Arktis. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Irgendwo habe ich sie hier. Muss ich nämlich auch mal gucken. Luftschiffversorgung, Versorgung, Nordpolroute, da ist er. Die fährt nämlich rüber. Da zum Glück da nicht so viel ist, bei zwei Schiffen macht das keinen Unterschied. Aber wie gesagt, bei den Rohstoffen Eisenerz und Kupfer, Zink, sowas braucht man immer. Manche haben nachher hier die ganzen Sachen, dass wir eben halt weniger Messing brauchen. Aber Eisenerz, Kohle kann man immer gebrauchen. Deswegen das auf einer separaten Insel einlagern und von dort aus verteilen. Weil es meistens von kleineren Inseln kommt, möglichst diese Rohstoffrouten auch nochmal aufteilen in zwei Rohstoffrouten. Hier habe ich nämlich zwei, das ist Rohstoffroute 2 und Rohstoffroute 1. Die fahren alles Eisenerz und Kohle und Zink und alles dorthin. Und von dort aus wird es auf die Hauptinsel transportiert. So dass ich bei den Haupthäfen, der diesen zwei nicht so viel Last drauf habe, dann funktioniert das alles ganz gut. Auch hier ist standardmäßig eine Hauptversorgungsroute, die einmal wirklich die Sachen dann von hier abholt und nach Cap Trelawney bringt, um quasi hier auch wieder die Sachen zu splitten immer, dass sie sich immer an einem Hafen treffen und dann wieder aufteilen. Sonst müssten die ja von A nach B bloß durchfahren und ja, das ist. Ich finde es einfach nicht gut. Weil ich könnte ja immer diese von A nach B machen, aber nehmt euch immer irgendwo eine Handelsstadt, so mache ich es jedenfalls, wo ihr möglichst großen Hafen habt, damit wenn dann mal kurz ein bisschen Stau ist, sich das alles wieder auflöst. Wenn ihr dann natürlich Paläste der Macht habt, hier, den kriegt man ja einfach so über Cap Trelawney. Mehr Ladegeschwindigkeit. Wichtig ist, dass da der Ölhafen mit dran steht. Nutzt immer die Items so, dass man das alles ja effektiv löst. Ich erzähle eigentlich was hoffentlich die meisten schon verstanden haben. Hier wird nachher später übrigens auch nochmal das Diese Stadt Regionalministerium hier mit wird reingehauen. kämpferisch an. Der ist momentan immer noch für die speziellen Besucher zuständig. Der kommt hier auch später ran, um hier nochmal die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das hier regle, aber ich arbeite noch dran. Gut, erstmal die Sachen noch mit einplanen. So, wo war ich jetzt? Die ganzen Versorgungsketten haben wir alles durch. Ja. So, das ist die Haupthandelsroute. Hier werden dann die Ressourcen verteilt, die man sonst so noch braucht. Also alles, was ich, weil man hat ja irgendwo seine Hauptproduktion an Sekt und so, und Cap Trelawney ist da einfach vom Platz her, ist das super da, Crown Falls kann man komplett zubauen. Einzige, was man da vielleicht hinschleppen müsste, sind Pelze. Aber von dort aus kann ich ja wieder alle anderen Inseln beglücken, sage ich jetzt mal. Wenn man es noch effektiver machen will. Nur für die Leute, die wirklich Streber sind. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe es nur teilweise genutzt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier zum Beispiel. Das ist eine der Versorgungsrouten. Ich könnte die noch, sag ich mal, kleiner machen und in mehr Schiffe aufteilen. Und dann könnte ich hier nochmal was zwischenschalten. So dass er eben halt, wenn ihr vor allen Dingen Kapazitäten habt, dass man eben keinen Leerlauf mehr drin hat, was ich vorhin schon gesagt habe, dass er vielleicht nochmal was mitnimmt. Top ist natürlich, wenn man sozusagen mit einem halben Leerlauf arbeitet. Quasi er nimmt drei Sachen mit, lädt drei Sachen aus, lädt von dort drei Sachen ein Die und lädt die dort wieder aus. Feierlichkeiten sind Hier habe beendet. ich einen Platz frei, dass ich hier noch die Wagen hin und her transportieren Die möchte, Attraktivität Ihrer weil Stadt ich ja, das lassen ist Sie hier sozusagen vermissen. meine zweite kleine, ja, ich nenne es jetzt mal, sagt man so schön, ich wollte jetzt gerade sagen Investorenstadt, sondern hier meine Spezialisten. Produktionsstadt. Ich sehe immer wieder die gleichen Weil die Gesichter. Hauptstadt macht das ja schon ganz gut, aber man hat da schon mal eine zweite Weltausstellung hier zu stehen. Die andere steht ja hier drüben noch. Das wird übrigens alles auch nochmal geguckt, wie ich das hier noch regel. Weil das habe ich bis jetzt auch noch nicht eingeplant. Das wird auch noch interessant. Ich habe noch so viel zu tun hier. Und man denkt eigentlich, dass ich hier nach 450 Stunden hier schon fertig sein sollte. Nee, es gibt immer so viele Sachen, die ich noch einplanen muss. Zum Beispiel habe ich ja jetzt immer noch genug
Rohstoffe übrig. An Sachen wie Konserven, Nähmaschinen, Glühbirnen wird ja alles hier oben produziert. Und die ganzen Sachen könnte ich noch in die alte Welt verschippern. Und vor allen Dingen die Südseefrüchte, alles was ich da habe, Kaffee, Schokolade, wird hier momentan nur auf diesen Inseln genutzt. Dass ich ja später nochmal mir eine dritte Insel suche, quasi als nächsten Verteilungspunkt. Und dort dann von dort aus zum Beispiel, von hier oder wahrscheinlich, weiß ich noch gar nicht, von wo ich das machen will. Mir fällt noch gerade keine Insel ein, wo ich dann eben halt die überschüssigen Kaffee und so weiter dann rüberschipper, genauso wie ich das jetzt hier mit dem Öl mache. Hier ist ja auch eine Überschussroute, dass man immer alles irgendwo nochmal weggibt. So lange, bis man quasi das so optimiert hat, dass alle versorgt werden und man den Überschuss, den man dann noch hat, irgendwo noch verkauft. Das wäre so das Nonplusultra für mich. Ja. Ja gut, ansonsten achte ich natürlich auch hier drauf, dass ich, wenn ich hier noch irgendwelche Ressourcen im Überschuss produziere, hier zum Beispiel wird noch nebenbei Kautschuk produziert, weil ich hier noch ein paar Hochräder produziere. Das ist so ein kleines Gadget von mir, um zu gucken, wie viel geht da raus. Aber achtet immer auf die Nebenproduktionssachen. Das ist auf die Menge gerechnet extrem viel. Da werde ich jetzt bei Gelegenheit auch nochmal eine Route einstellen. Das wird wahrscheinlich so eine zweite Rohstoffroute. Die sammelt dann hier. Was wird dann alles produziert? Zum Beispiel Trauben. Gibt es hier. Ich weiß gar nicht, warum hier 10 Glühbirnen sind. Trauben sind da. Hier Teig könnte ich mitnehmen. Kartoffeln. Das sind alles so eine Sachen. Die kann man doch nutzen. aber die sind erstmal nicht ganz so wichtig. Gut. Habe ich jetzt eigentlich so alles so ziemlich erklärt? Eigentlich ja. Jetzt weiß eigentlich jeder, wie es bei mir hier funktioniert. Ich habe hier eigentlich kaum Stau. Gut, also versucht immer, die Produktionsstätten möglichst von einer Produktionskette oder von mehreren Produktionsketten, die eben denselben Rohstoff brauchen, auf einer Insel zu haben, um eben halt den Vorteil zu genießen, weil sonst mehr Routen wären es am Ende. Das ist einfach so. Wenn ihr dann das nicht ordentlich verteilt habt, das muss im Endgame ordentlich organisiert sein und jedes Mal kommt ein neues Item dazu und ihr seht ja, hier ist noch immer noch was frei, weil sich wieder was ändert und da muss alles umgestellt werden. Hier steht sogar übrigens eine Zigarrenmanufaktur, weil ich erstmal gucken wollte, wie viel hierbei rumkommt, ob sich das lohnt. Ich teste ja ungemein viel aus und erst dann mache ich ein Video und dann kann es losgehen. Die Und jetzt Menschen date lassen ich noch sich diese hochziehen. vier Häuser ab. Und dann ist Feierabend.